Leute, herzlich willkommen zu Bibis Beauty Palace. mein Name ist Felix Lobrecht. Heute im Special Interview mit Kontra K. Und Bibi hinter der Kamera. Max, was geht, Alter? Ja, so viel und vielleicht, nicht viel. Vielleicht erstmal ganz kurz, damit die Leute auch wissen, warum ich überhaupt bin. So. Soll ich das sagen? Ja, warum bin ich hier, Alter? Warum bist du da? Ich dachte, ich frag den mal. Nee, ich habe diese ganzen Clickbait-Interviews satt. Mhm. Und da ich finde, dass du gute Sachen machst und ein guter Comedian bist, dachte ich, wir machen jetzt ein richtig lustiges Interview. Oder einfach mal was anderes machen für die Fans. Mhm. Ja? Hashtag no pressure für mich. Hä? Nee, aber ich find's witzig. Ich weiß nicht, ich habe mir ein bisschen was überlegt. So. Ich dachte, wir machen hier so, wir machen hier ganz easy going. Ja. Wir machen 5 schnelle Fragen an Kontra K. Ja. Einfach so locker zum Reinkommen und danach quatschen wir hier mal ein bisschen okay. Los. Aber eine Frage würde mich vorher noch interessieren. Wie viele Boxen hast du verkauft bisher? 25.000. Wie sehr tut deine Hand noch weh vom Unterschreiben? Ey, boah, nee, das ist nicht meine Hand, mein Kopf. Das war mein Kopf, du musst dir vorstellen. Ich habe natürlich auch geschlendriant so. Ich war so ein bisschen wie Hausarbeit abgeben, weißt du? Mhm. Und dann so 5 Minuten vorm Unterricht so... Nimm, mach. Und dann saß ich halt irgendwann da und war so, fuck, ich habe jetzt noch 2 Monate und ich muss noch 20.000 Autogramme schreiben. Ja. Und 20.000 Autogramme sind echt viel. Also ich kann dir sagen, so viel sind ungefähr 100 und es dauert schon echt lange. Dann habe ich irgendwann mir gesagt, okay, ich mache so einen Stapel jeden Abend. Ja. Dann habe ich angefangen, wie bei Blow, das zu wiegen, weil ich keinen Bock hatte, das zu zählen. So. Und ich war richtig am Arsch irgendwann. Ich glaube, ich habe 100 Eddings verschrieben. Ja. Übrigens auch geil, die Firma schreibt mir irgendwann und ich denke so, geil, jetzt schicken sie mir ein paar zu. Und die waren so, na, hol dir doch den Refiller. Ja. Weil ich so ein Foto von Angst habe. Ich so, yeah, wow, geil. Gutes Marketing, Bro. Wie oft hast du dich beim Schreiben geärgert, dass der Name Kontra K ist und nicht einfach I? I, ja. Ich hab mich irgendwann fragst du dich einfach nicht mehr, du funktionierst. Du guckst Serien, ich glaube, ich habe 4 ganze Serien durchgeguckt in der Zeit, ja. Um einfach mich irgendwie zu brieseln. Und du brauchst aber, nachdem du dann, weil ich immer abends geschrieben habe, brauchst du erstmal eine halbe Stunde, um wieder klarzukommen. Ja. Weil du die ganze Zeit so... Und irgendwann bist du einfach, hast du so einen Brummen im Kopf, wenn du dann schlafen gehst, bist du so... Irgendwas fehlt dann, ne? Ja. Und dann liegst du halt erstmal eine halbe Stunde da, wie so ein Stockholm-Syndrom-Opfer. Irgendwie willst du dann doch wieder. Ich hab mal 1000 Plakate unterschrieben, was auch äußerst unangenehm war. Und das war... bevor du das announced hast, dass du das in die Box packst. Und da dachte ich mir, du armer Irrer, Alter. Ja, Mann, ich hab's... Das war richtig, richtig dumm. Ich habe schon 2 so eine Fails gemacht. Also im Endeffekt war es auch was Gutes, weil die Fans das gefeiert haben, weil ich immer daran teilhaben hab lassen. Ja, ja. Aber ich habe einmal diese 1000 Liegestütz-Challenge gemacht und ich habe es einfach gesagt, ohne drüber nachzudenken. Und war dann so, boah, ein Mann, ein Wort, na gut. Das habe ich bereut auf jeden Fall, dass ich es gesagt habe, was ich denke direkt. Und das habe ich auf jeden Fall diverse Male bereut, die Autogramme. Also da war ich dann, wenn du in deinem Bett sitzt und überall um dich rum und dann kleben die zusammen und dann musst du nochmal 500 neu schreiben. Und wenn du dann dir vorstellst, so, ich könnte auch jetzt echt irgendwie gerade mit meinem Sohn spielen gehen und du wiegst gerade Autogramme, dann hinterfragst du schon so einiges aus. Im Endeffekt doch, jetzt rückblickend betrachtet, mit der rosa Rückblickbrille, war es schon cool. Die Fans haben es gefeiert, ich habe dadurch alle Boxen verkauft. Hast alle verkauft? Ja. Glückwunsch, Glückwunsch, Max. Rennt. Ich steige jetzt ins Kampfjet-Basis ein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit 5 schnellen Fragen an Kontra K. Einfach easy going, ganz locker, um hier ins Gespräch zu kommen. Bist du ready? Ja. Frage 1. Was ist dein Lieblingstier? Warum frage ich das? Weil ich finde, wenn man deinen Insta-Feed sich anguckt, weiß man immer nicht, ist man auf der Instagram-Seite von einem Rapper oder ist man im Standbild von Tiere suchen ein Zuhause? Tiere suchen ein Zuhause, ja. Deshalb dachte ich mir... National Geographic. Was ist denn jetzt hier das Lieblingstier? Eigentlich der Wolf. Der Wolf. Aber irgendwie auch... Nee, ich mag eigentlich so alle Raubtiere. Ich mag jetzt so mehr die Jäger. Ja. Kannst du begründen, warum Wolf? Weil die immer feige im Rudel angreifen, oder? Ja, also... Einfach Berlin. Die Berlin-Taktik einfach. Nein, ich habe mich damit schon immer assoziiert so und ich mag gewisse, wenn du so viel über Wölfe liest, dann weißt du zum Beispiel, wenn die im Rudel laufen, so, dann sind die Schwächsten immer ganz vorne, damit die nicht zurückbleiben. Ja. Oder die sind einfach schlaue Tiere, also schlaue Jäger. Zusammenhaltmäßig. Genau. Aber ich mag auch einen Tiger, seitdem ich ein Tigerbaby habe, so feiere ich die auch extrem. Ich mag auch Löwen. Ich mag irgendwie alles, irgendwie was gefährlich und bissig ist. Wie sagt sich das so? Ich habe einen Tiger.
Ach, schon geil. Das ist so mein Haus, mein Auto, mein Tiger. Das ist übrigens mein Tiger hier vorne. Wie heißt dein Tiger? Elsa. Das ist dann schon, wieder so, das ist dann schon wieder so ein bisschen... Tier, Alter. Elsa, ich habe den Namen nicht Tiger? Gegeben. Ich habe den Namen ja nicht gegeben. Kannst du irgendwie Emre nennen? Hassan! Das ist ja ein mieser Name für ein Ding. Nein. Weißt du, was ich nicht verstanden habe bei Rappern? Warum? So, alle Rapper haben Hunde und feiern Hunde. So, aber die Nummer 1 Beleidigung unter ist Rappern du ist du Hund. Benutze ich nicht. Ja, nee, ich meine auch nicht, dass du es machst, aber ich dachte, du kannst es vielleicht erklären, weil du aus dem Game bist. So. Nee, das ist sehr schwer. Da müssen wir so, glaube ich, an den Grundboden unserer Jugendkultur gehen. Dann machen wir das doch. Die sind, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr maskulines Beleidigungswort. Und das ist noch so die Grenze zu, ich überschreite jetzt eine Grenze und müsste vielleicht eine Schlägerei eingehen. Mhm. Und noch härter aber als, du bist aber ein Idiot. Ich denke, so, das liegt da drin, irgendwo die Begründung. Du Hörni. Ja. Du bist aber ein unfairer Mensch. Dann sagen wir, der Hund. Glaubst du, es gibt irgendeine Beleidigung, die dir jemand sagen kann, wo du einer Schlägerei nicht mehr aus dem Weg gehen kannst? Also gibt es irgendwas, was dich, wo du, zum Beispiel Fat Joe hat mal in einem Interview gesagt, wenn irgendjemand ihm sagt, suck my dick, dann wird er ihn ficken. No matter what. Gibt es sowas bei dir? Ich meine, wir sind ungefähr gleich alt, du bist ein Jahr älter als ich, bist 31, oder? Ja. So, gibt's in deinem Alter auch noch sowas? Weil ich denke mir immer so, ja komm, meinetwegen. Oder? Ja, manchmal habe ich diesen Modus so, es kommt auf den Modus drauf an. Und ja. Wer es sagt. Ja. Also wenn das jetzt irgendjemand sagt, so, wo es offensichtlich gar keinen Sinn hat und man dann irgendwie einen schwächeren, jüngeren oder dummen Menschen ja. weghaut, das hat er ja nichts mehr zu tun. Aber wenn es einer ist, der es vielleicht verdient hat, so, weil er mal die Beine weggehauen haben muss, so, dann kann das schon passieren. Dann reicht auch mal ein... Ist egal. Er ist auch fast. Ich meine, den Triggerpunkt liefere ich jetzt nicht. Ja, schon, das wär dumm. Kommt überall der Hashtag. Okay, Frage 1, also Team Wolf. Team Wolf, ja. Team Wolf, sehr gut. Team Wolf. Deine Tour heißt auch Die letzte Wölfe. Ah. Ja, warum? Bei Wölfe war der erste erfolgreiche Song, so, wo es wirklich mal aus dieser Untergrundriege hochkam. Ja, ja. Und es ist irgendwie auf jedem Konzert ist das so ein ganz, ganz krasser Moment. Warum auch immer, es hat sich rauskristallisiert. Mhm. Das ist, alle Fans singen mit, ob neu oder alt. Und wenn da 14.000 Leute stehen und diesen Song komplett mitsingen, dann... Keine Ahnung, Alter, das ist so die beste Bestätigung, die du kriegen kannst. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt ist so die größte Tour, die vor uns steht, ja. Dann nennen wir die auch so. Und jetzt, wo es auch eben immer mehr The Hunt gibt, ja. Dachte ich mir, wir sind die letzten Wölfe. Weil meine Fanbase ist auch nicht so die, ich würde die nicht kategorisieren in Standard-Hip-Hop-Fan. So. Ja. Das kann jeder sein. So. Das wie würdest du deine Fans beschreiben? Coole Menschen. Coole Menschen. Ja, das ist so Menschen, die auch ab und zu mal lesen und so. Ja. Oder aber auch so Leute, die ein bisschen weiterdenken, als nur so weit sie spucken können. Mhm. Und das ist schon, das kann aber auch der, das kann Ali sein und das kann auch Manfred sein, der auf dem Bau arbeitet. So. Und dazwischen alles. Shoutout an Manfred. Manne. Manne, Junge. Manne, Stullenmanne. Okay, aber die letzten Wölfe hat es keine, oder dein, das ist dein Track, wie ist der Track, mit dem du erfolgreich geworden? Wölfe. Wölfe. Es war aber keine Referenz irgendwie auf Dingsbums hier. Die Hamburger, wie heißt das hier? Beginner? Nee. Nein, achso, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss? Ach schon, Füchse waren da mal. Das waren die Füchse. Füchse übrigens, Number One Überträger für Tollwut. Richtig. Übrigens hatte ich letztens gesehen einen Mann und der saß komplett zerbissen. Das war natürlich ein Bildartikel, aber ich habe ihn gelesen. Mhm. Gestehst du? Dafür wollte ich mich entschuldigen. Ja, angenommen. Der wurde von einem Fuchs angegriffen, der hat sein Zelt aufgebissen und ihm komplett in die Schnauze gebissen. Ein Fuchs. Weißt du, wo du so denkst, was kann der klären? Das kann die kleine Ratte eigentlich so. Ja. Aber die sind sehr aggressiv. Wenn das Rudel tollt. Tollwutet. Findest du auch, das Hamburger Rap hat in Berlin nicht stattgefunden, oder? Der damalige meinst du? Ja. Nee, nicht so richtig. Ich habe das auch überhaupt nicht mitbekommen. Damals nicht, jetzt ist ja also voll, also es ist so rückblickend bekomme ich mit, dass es so voll das Riesenthema war irgendwie so deutschlandweit. Aber in Berlin kam das irgendwie nicht an. Sammy doch so irgendwie ja, schon. Ja, Sammy Deluxe, aber es war es auch so. Beginner und so war echt kein Ding in Berlin, fand ich. Habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Nee, in Berlin war ja so, der KKS war damals dann so. Ja, genau. Da ging es los. Okay, nächste Frage, Max. Wo wir gerade hier thematisch schon mal dabei sind. Welchen peinlichen Song feierst du heimlich hart? Ja, weißt du, jeder hat einen so einen Song, wo er einfach mal den Coolman beiseite hängt
und dann einfach auch mal so einen Moment mit sich selber hat, wo durchaus auch mal die Augen zugemacht werden beim Mitsingen. Das mache ich immer. Ja. Ich überlege gerade, wir haben auf der Herfahrt haben wir Bruce Springsteen gehört. Manchmal habe ich so richtige Ausbrecher, so, ne? Also ja. Tatsächlich, wenn man so, für andere wäre es peinlich, aber ich stehe dazu auch so, ich kann auch Florence and the Machine hören. So. Ja. Water heißt der Song. Ich bin halt so, weißt du, ich mag auch so eine Sachen. Oder ich feiere so ein Ace of Base mal so. Ace du? Of I Got the Sign. Ja, der ist auch stark. Das ist der krasseste Song. Das ist nämlich mein peinlicher Song. I Saw the Sign. Und George Michael auf jeden Fall auch immer. Ja? Im richtigen Moment auch mal Careless Whisper muss kommen, klar. Ich kenne nur den Christmas-Song von George Michael. Tatsächlich, ich stand über mein Haupt, aber. Ja. Also wenn du jetzt auf einen Song runterbrechen müsstest... Dann würde ich sagen Ace of Base. Wenn man sagt peinlich, dann wäre es Ace of Base. Das wäre so trashig, ja. So Leute, jetzt stellt euch alle mal hier Herrn Kontra K in seinem Benzer bei Ace of Base, Alter. Oh, that you want. Das ist schon ein krasses Lied. Das ist krass. Ich habe es geremixed, das ist auf dem Album noch drauf auch. Ja. Alles, was sie will. Mit der Nebel. So, nächste Frage, Max. Mir ist aufgefallen, ich habe dich ja so ein bisschen gestalkt jetzt in Vorbereitung auf dieses... Ich nenne es nicht Interview, ich nenne es Gespräch. Einfach, weil ich ein Profi bin. Ich habe halt dein Social Media ein bisschen verfolgt und mir ist aufgefallen, ich finde, du machst ganz schön viel Social Media. Echt? Ja, und da wäre meine Frage, machst du das, weil es dir Spaß macht oder machst du das, weil du das Gefühl hast, das machen zu müssen, im Sinne von so, ja, ey, wenn kein Output kommt, so, dann vergessen mich die Fans. Oder zum Beispiel Bones hat mal gesagt, Bones, für diejenigen, die es nicht kennen, bekannter Hip-Hop-Artist. Na, deine Fans lesen deswegen. Ja? Spaß. Der hat mal gesagt, dass er viel weniger Social Media machen will, aber irgendwie dann doch immer alles postet. Das ist irgendwie wie so eine Art Sucht. So. Ich meine, Smartphone-Sucht ist ja mittlerweile. Ganz so krass ist bei mir nicht wie bei ihm. Also ich kenne ihn auch schon sehr lange. Ja. Ach stimmt, ihr habt ja auch Musik zusammen gemacht. Viel, ja, ja, viel. Wir waren zusammen in Urlauben, wir waren zusammen auf Tour. Wir waren schon viel unterwegs. Ich bin aber schon auch nah dran. Ja, ja. Und es ist auch schon teilweise so, dass du sagst so, ey, gut, bei mir ist es so, wenn ich jetzt Familientage habe, Alter, dann ist Cut, dann poste ich mal meinen Link von irgendwas, was neu ist oder, weißt du, irgendein Video, einfach das, was gepostet habe, weil ich das Gefühl habe, was posten zu müssen. Ja, ja. Und an Tagen, wo es sich anbietet, weißt du, wenn meine Jungs dabei sind, so, das wird gnadenlos ausgeschlachtet alles. Das wird, ja, ich habe Spaß so, dran, weißt du? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, so, weißt du, du nimmst so, gehst mit der Story ins Gym so, und machst du so für jeden Liegestütz eine Story. So, jetzt bin ich bei Nummer 3. Nee, manchmal ja. Also tatsächlich. Manchmal fickst du schon krass bei Insta, Alter. Manchmal ist schon wirklich Muss ja auch sein, Alter. Also es ist so die Leute, das frage ich mich nämlich auch immer. Ich überlege auch immer so, muss man was posten? So, es kommt drauf an, welches Genre du machst. So, weißt du, wenn du aber jetzt so die Kids von dann, die hängen halt abends auf dem Handy oder viele so, weißt du, wie ich zum Beispiel, ich checkte, okay, was hat der hier gemacht? Aha, seine Story, er war da. Ja. So hast du ein bisschen Teil dran. Und das ist halt eigentlich, ist es wie so ein Tool geworden, wo du tatsächlich wie so eine Doku so, und das ist, feiern die Fans. Weißt du, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann mache ich nur ausgewählte Momente. Mhm. Aber wenn ich jetzt, ich bin ja nur am Ackern, bin ja nur unterwegs, dann nehme ich das mit. Weißt du? Ja. Kann ich eine Story machen kurz? Ja, mach mal. Ich habe kein Handy. Aber ganz kurz mal, wenn du sagst, du bist nur am Ackern und selbst wenn du dann frei hast, wenn es jetzt nicht Family ist, machst du ja trotzdem Insta-Shit so. Eine Frage, die mich interessiert hat, so, auch weil wir auf eine Art irgendwie einen ähnlichen Job haben. Kannst du eigentlich, wenn du frei hast, abschalten? Nee, oder? Nee. Es gibt einen ganz weirden Moment, gab es in meinem Leben. Das ist jetzt mittlerweile, bin ich da so kaltschnäuziger. Aber irgendwann, also ich meine, klingt blöd, aber so, dass wir Menschen, ich finde, du merkst es irgendwann, wenn so ein Moment eintritt, wo du größer wirst, so spürbar größer für dich, weißt du, wo du merkst, es kommen Menschen, da liegst du im Bett und bist so, oh, fuck. Irgendwas redet über mich. So, ich spüre das so, das ist mir zu viel. Und jetzt bin ich mittlerweile so, okay. Das ist halt, ich kann nicht Feierabend machen, du kannst auch nicht Feierabend machen. Du bist immer, aha, der lustige Typ, so, egal wo du hingehst, das ist der Comedian. So, und der Kopf arbeitet ja auch die ganze Zeit weiter, weißt du, wenn du so kreative Berufe hast. Du hast ja nie Feierabend, Alter. Ja, genau, dann überlegst du, was kann ich noch machen? Genau, du scannst immer so jeden, also ich scanne jede Situation auf, was ist hier gerade witzig so.
zum Beispiel der Knieschoner. Und ich könnte hinfallen und mich verletzen. Ja, also an so einem Teppich, das ist keine... Safety first, Leute. Das sind schwere Verbrennungen, Teppich verbrennen. Das sind Leute, die nicht so den Daumen machen, sondern so. Einfach so, so schräg, so Opfer. Egal. Also ich denke immer über Witze nach. So, du wirst ja auch permanent so irgendwelche Reime im Kopf haben oder einfach so Songkonzepte. So. Man kommt ja nie so zur Ruhe, Alter. Ruhe. Ja. Der zur Ruhe und ich finde es manchmal mega schwer abzuschalten. Aber ich dachte mir schon, dass es bei dir genauso ist, weil du auch so ein Workaholic bist. Ich versuche dann irgendwann so, wenn ich dann denke, also ich versuche jetzt nicht in Reihen zu denken, aber irgendwann ist dann so, okay, mir fällt jetzt nichts ein. Ich lese ein paar Seiten von irgendwas ganz Interessantes. Oh, Kunst, ich muss mir jetzt Kunst angucken. Dabei ist das alles totaler Schwachsinn. So. Dann sollte man lieber Momente genießen. Ich merke, dass dann das Gute ist, mein Kind zeigt mir das. Also da muss ich dann so, ich hatte das am Anfang so und jetzt ist aber so, ey, wenn du einen 5-Jährigen hast, der sagt dir dann schon, ey, Handy weg, Kopf hier bei mir. Und dann geht das schon so. Dann merke ich auch selbst so, ey, das sind wichtige Momente, die nimmt mir keiner und ihm auch keiner. Ja. Das geht mittlerweile. Das war jetzt echt, am Anfang war schwer, aber jetzt geht's. Und wenn du Social Media rockst, machst du dann nur so selber halt Content oder guckst du dir auch viel so anderes Zeug an von anderen Leuten? Klauen. Ja. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Nein, eigentlich, ey, ich versuche das irgendwie auf meine Art und Weise zu machen. Also es ist so... Nee, ich meine nicht, ob du dich von deinen Kollegen inspirieren lässt, sondern ob du auch selber Konsument bist. Du guckst dir selber an, was andere Rapper, was andere Tralala. Ja, andere Rapper nicht. So die Leute, die ich abonniert habe, so, oder die ich so gucken will. Mhm. Weiß nicht, manchmal habe ich mir morgens eine Zeit lang alles, also ich kenne jetzt alle deine Shows gerade, die habe ich für alle durchgeguckt. Ich ziehe mir immer mal irgendwas rein. Also es ist ja auch so ein bisschen irgendwo Job, so. Du musst ja auch... Also einen Überblick musst du haben. Was tun die gerade genau? Dann ist er nachher so, ey, hast du gesehen, was ich gemacht habe? So, nee, sorry, ich bin gar nicht unterwegs auf Instagram. Und dann bist du auf einmal so, aha. Ja. Ach, er, der Abgehobene. Ja. Das führt uns ganz gut zur vierten Frage aus den 5 schnellen Fragen. Dabei sind die gar nicht so schnell. Wir sind ja, weil du so viel laberst, Max. Ey, ja, sorry. Die nehmen mich auch gerne nach den Grauen. Von wem oder von was bist du so richtig Fan? So, weißt du, hast Millionen Follower auf Instagram, so spielst irgendwie Zehntausender Hallen, so hast unglaublich viele Fans. Aber von wem würdest du sagen, bist du richtig Fan? So, sei es jetzt Musiker, Künstler, Schauspieler, was auch immer. So, wo bist du wirklich so? Wo wärst du nervös, wenn du die Person triffst? Oder wärst so, weiß nicht. Das ist schwer, weil sich das auch alles irgendwie so mittlerweile ergibt. Also ich habe schon so einen richtig Fan-Moment Mike Tyson, so, wo ich das jetzt mit dem Kontakt hatte, wo wir Treffen vereinbart haben und so, war ich schon so, bin kurz mal durch die Wohnung gesprintet. Ja. Aber findest du Mike Tyson auch als Person krass oder einfach, weil er der krasseste Boxer war? Das ist einfach mein Vorbild. Das ist so ein Bild, was man sich selbst schafft. Mhm. Wie als Person, das kann ich dir nicht sagen. Letzten Endes ist es immer nur schlimm, wenn du Menschen triffst, dass du dann vielleicht enttäuscht bist, weil du dir selbst ein Bild malst. So. Ja, es gibt auch den Spruch so, never meet your star, Alter. Das ist wahrscheinlich, aber ich ziehe es trotzdem durch. Ja. Und dann werde ich es ausschlachten auf Instagram. Ja, aber mit Mike Tyson gibt es krasse Interviews auf YouTube. Der ist auch voll der interessante Typ. Der hat jetzt so eine Handfarm aufgebaut, auf jeden Fall. Handfarm aufgebaut. Kifft die ganze Zeit in seinem Podcast. Ja. Er ist einfach nur, er möchte Mr. Ganja genannt werden. Ja. Der hat doch eine Bühnenshow, wo er so durch die Landen reist und seine Story erzählt. Also sein komplettes Leben, weil er hat ja voll das abgefahrene Leben. So. Ja, wie er Eddie Murphy verprügelt hat und so. Ich kenne das alles. Ja. Aber ist geil. Also ich feiere den. Also ist Mike Tyson-Fan. Ja, auch. Oder zum Beispiel Said von La Haine. La Haine, ja. Ja, der hat mir auf einfach irgendwann geschrieben jetzt, so vor ein paar Monaten. Ich habe La Haine letztens erst gesehen. Welcher war nochmal Said? Der kleine Araber. Der Araber. Der am Ende überlebt. Ja, genau. Und der hat den Film geschrieben tatsächlich. Ach, wusste ich gar nicht. Und ich habe irgendein Video gemacht, was so ist. Ja. Als Hommage daran. Ja. Und auf einmal schreibt er mir Sprachnachricht. Ey, it's me, Said. Und echt? Sagt auf einmal so erstmal, ja, I own the rights. Und ich war so, oh, er will Geld. Nein, ich wollte gar nicht weiterhören, die Nachricht. Ja. Und dann war aber so, ey, komm her, wir treffen uns so. Ja. Und ich drehe für dich ein Video. Und ich werde jetzt die nächsten Monate mit ihm zusammen ein Video drehen. Das ist auch richtig krass. Ach, krass. Da habe ich auch ein bisschen Schiss vor diesen Never-Videos da. Aber wie alt ist denn der mittlerweile? 40, 45? Keine Ahnung, aber das Krasse ist, was alle nicht wissen, der ist eigentlich der Quoten-Araber, der in jedem Hollywood-Riesenstreifen mitspielt. So. Und der Typ, der den, wie heißt denn der? Winnie? Nee, wie heißt denn der? Vincent Castell. Meinst du doch den, oder? Wie hieß denn die Hauptfigur bei La Haine? Vincent Castell, also ist der mit der Knarre. Ja, genau. Ja, der ist richtig berühmt geworden. Der ist ja mega berühmt geworden. Ja, ganz krass. Der,
ich habe den gar nicht erkannt. So. Ich kannte den halt, ich kannte den aus Hollywood-Filmen und dann habe ich irgendwann mal La N gesehen und dann habe ich erst später war der erste Film mitbekommen. Beide, also er ist halt in der, zum Beispiel der spielt bei Wonder Woman, bei was weiß ich, wie die alle heißen, alle ganzen Hollywood-Streifen. Der hat bei Ocean's 11 oder 12 hat er den Dieb gespielt. Bösen, ja. Den Bösen. Und dreht ihr da ein Video noch fürs Album, oder? Ja, nee, für das Album danach. Also wir sind eigentlich schon fertig. Mhm. Ich hab dir den falschen Link geschickt, du hast schon ein paar Songs gehört. Alter, ich hab einfach so viele, ich hab Max so in der Hand. Ich hab sein komplettes nächstes Album einfach auf dem Handy. Meine Eier sind gestern von so, mal kurz so auf deshalb würde ich dich auch, würde ich dir auch einfach empfehlen, dich mir gegenüber zu benehmen. Ey, zu möglich. Ja. Klar. Ich hau das raus. Also Leute, DM me, ne Spaß. Das war gerade der peinliche, beide trinken was im Moment. Okay, meint das jetzt doch ernst, so? Ja, ja natürlich. Lad hoch, Digga. Ja. Promotion. Also du, fürs neue Album, darüber wollen wir nicht reden. Ja, da werden wir. Bleiben wir erstmal bei dem Album. Ja, ist auch ein Doppelalbum. Ja. So, letzte Frage. Echt? War das jetzt nicht schon 5? Sag mal... nee. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, das artet hier immer ein bisschen aus. Ist ja kein Problem. Es ist auch einfach Teil des Konzepts, dass man hier in so ein Gespräch kommt und einfach so einen Raum schafft, wo sich alle wohlfühlen, weißt du? Ist auch, ja, muss man eigentlich sagen, wo wir sind? Oder ist es so oft, wir sind bei dir im Wohnzimmermodus oder haben uns irgendwo gemütlich getroffen, wo wir so immer rumhängen? Ihr habt das organisiert. Ich chill hier immer. Mit Dings vom Blackbox Music. Ja, Mann. Was sind das für Schuhe eigentlich? Darf ich... Darfst du nicht sagen, ne? Doch, darf ich schon sagen, aber das sind Yamamotos. Ah. Obwohl ich von Nike gesponsert werde. Ein Werbedeal weniger. Zonk, ich bin... Ja. Aber das war eine richtig gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Bei wem müsstest du dich eigentlich noch entschuldigen? Weißt du, ich meine, weil jeder hat so irgendwie in seiner Vergangenheit... irgendwem mal Unrecht getan oder... Boah, da gibt es einige, Alter. Lass mir die Vergangenheit weg. Aber jetzt würde ich mich bei meinem Vater entschuldigen gerade. Mhm. Ja. Der wäre die Person, glaube ich, so. Würde ich mich entschuldigen. Einfach, weil... Der Rest kann mich am Arsch. Ja. Nee, tatsächlich wurde mir die Frage auch mal gestellt und deswegen, also ich fand die Frage cool. Und ich habe auch meinen Vater gesagt, weil wir uns, als ein krasser Chaot früher in der Jugend, so zwischen 14 und 18 einfach so. Nee, bei mir ist jetzt so, weil ich halt einfach gerade nur am Ackern war. Ja. Und es war eine scheiß Zeit, also er hatte zwei Schlaganfälle. Ah, krass. Und wir hatten immer ein krasses Verhältnis. So. Mein Vater war halt immer so Gangster- und Gentleman-Modus, so, ne? Immer eine ernstzunehmende Persönlichkeit in Berlin. Mhm. Und wir hatten ein richtig gutes Verhältnis. Er hat mich aus jeder Scheiße rausgeboxt, irgendwie wie es nur geht, und war immer am Start. Und jetzt war so, war das mit den zwei Schlaganfällen und saß halt nur im Rollstuhl. Und dann habe ich mich am Anfang noch mies gekümmert und jetzt ist eine Zeit lang abgefallen, aber jetzt ist schon wieder alles gut. Aber das würde ich so sagen. Aber man lebt halt, weißt du, man muss ackern, dann hat man irgendwie so eine Stressphase und dann vergisst man manchmal, ey, da sind Dinge, die sind wichtiger und irgendwann würde man das wahrscheinlich bereuen. So, ne? Das will ich nicht und werde ich nicht, aber ja, das wäre so das. Dafür würde ich mich entschuldigen. Sehr gut. Dann, ich habe mir gedacht, dass wir, also wir haben mal Fanfragen uns überlegt, also dass wir Fanfragen machen. Soll ich die mal gucken? Naja, bevor wir das machen, ich habe halt ein bisschen durchgelesen unter dem Foto, was du gepostet hast und neben tausenden Fragen, die da gestellt wurden, haben sich wirklich viele irgendwie gewünscht, dass wir die Tracklist einmal durchquatschen und du vielleicht zu jedem Song auf dem Album einfach mal ein, zwei Sätze droppst, damit man irgendwie weiß, was du weißt, was ich rede so viel. Ja, deswegen würde ich auch hier wirklich die Sätze mitzählen an der Stelle. Okay. Nee, wollen wir es einfach mal machen? Ja, schnell? Ja. Zacki, zacki. Zacki, zacki. Gut. Track 1, Weine nicht. Weine nicht. Das ist das perfekte Intro für mich gewesen. Und so die Mahnung an jeden. Weißt du, jeder predigt Wasser, aber säuft Wein. Ja. Und deswegen weine nicht. Und ich finde, das ist einfach eine gute Einleitung, um die Leute direkt auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und dann wieder aufzubauen mit guten neuen Sachen. Na klar. Oder mich selbst auch. Ne? Und falls nicht, greift Track 2, Warnung. Warnung. Warnung ist für mich, Warnung hat eine coole Geschichte. Warnung habe ich für meinen Cousin geschrieben. So. Der ist so meine russische Seite. Mhm. Und der meinte doch immer, mach doch mal einen Song über die Diebe. Diebe im Gesetz, kennst du? Ne. Das ist so, ja. Müssen wir jetzt tief ins Detail gehen, das dauert lange. Aber egal, auf jeden Fall, so habe ich probiert, über unsere Lebensweise, über wie dort viele Sprichwörter von dort sind, einen Song draus zu machen. Und er hat einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist so, eigentlich beschreibt uns sehr gut.
Okay. Dann habe ich den Song für ihn praktisch geschrieben, wollte den zeigen, am nächsten Tag war er im Knast. Ernsthaft? Ja. Oh fuck. Ist dann, sitzt er jetzt richtig oder war er U-Haft? Ja, ah ja. Aber wird 6 Jahre kriegen. Ach du Scheiße. So. Warnung hast du auch als Single rausgenommen, oder? Warnung habe ich als Single rausgenommen, haben wir in Russland gedreht auch. Da, da hast du auch, sagen wir mal, 400 Fotos zu gepostet. Ehrlich, also. Ich erinnere mich. Social Media. Ja. Wie viel postest du denn eigentlich so? Ich poste zu wenig, habe ich das Gefühl. Ja, siehst du. Ich poste zu wenig, ich mache mehr Stories neuerdings, aber ich... Stories sind auch wichtig, aber du brauchst auch den Feed. Ja, ich brauche den Feed, aber ich habe auch keinen Bock, jedes Mal irgendwie einen Fotografen mit dabei zu haben und irgendwie jetzt jedes Mal so ein Selfie so. Ist auch nicht so richtig geil. Ja. So, nur ein Grund. Featuring Jah Khalib. Das ist auch so, ich habe viele russische Freunde und irgendwann haben die mir den gezeigt. Ich habe ihn gefeiert, wollte den unbedingt als Feature haben. Dann habe ich es natürlich schlau gemacht, habe alle meine Fans auf seine Seite geschickt und meinte, ey, sagt ihm, wer ich bin. Ja. Und das haben alle durchgezogen, also an der Stelle danke auf jeden Fall. Er hat sich dann auch direkt gemeldet. Ah, krass. Und dann hatte ich so einen Song und wollte eigentlich irgendwie Hassliebe 2 machen. Ja. Und der ist daraus entstanden. Ah, cool. Song 4, weißt du es auswendig, ihr kleiner Test? Nee. Ach. Ey, die Track, das kann ich auswendig, sorry. Kein Spaß, ihre Sprache. Ihre Sprache passt zu Weine nicht, ist sozusagen so die Fortsetzung von Weine nicht. Ey, das ist so mein, der Tiefpunkt, wenn ich so drüber nachdenke, wo wir hingehen könnten. Mhm. Also ich meine, uns alle und alles, wo es sich hinbewegt, dann denke ich da dran, was ich dort sage. Okay. Jetzt kommen wir zum Titeltrack wahrscheinlich. Song 5, Benzin. Sie wollten Wasser noch kriegen, Benzin, ja. Benzin ist, den haben wir unter dem Credo gemacht, wir wollten ein krasses Live-Brett machen. Einfach einen, der ballert vor Zehntausenden. Richtig. Ja. Und dann kam es dazu und ich bin jetzt nicht so der so, hey, lasst uns rausgehen, Champagner trinken, springen und so, sondern ich bin halt dann, ey, wir brennen alles nieder. Einfach rausflippen. Einfach, ja. Dann kam der Song raus. So, ich wollte übrigens Wasser und habe auch Wasser bekommen, danke dafür. So, Kampfgeist 4. Kampfgeist 4 ist, es gibt, wie der Titel schon sagt, noch 3 andere Teile. Ah. Ich habe aber nur zu 2 Videos gedreht. Und dachte mir einfach, weil die Fans immer wieder danach gefragt haben im letzten Album, dachte ich mir so, ey, kriegen sie auch mit Video. Und ja, jetzt war das auch das Ende dieser Saga. Also wie viel Kampfgeisten soll ich noch erzählen? Das ist dann irgendwann... Irgendwann ist er mal ausgegeistert. Dann ist er weg, das ist wie Bloodsport 3. So. Das ist dann auch echt nicht mehr gut. Blei, featuring Vaisel, ist ja auch als Single rausgekommen. Ja, Blei... Ist auch gechartet, war Top 5? Ja, alle. Warnung auch. Warnung war auch Top 5. Farben war auch Top 6. Ja, also alles gut. Mit Wazy, wir waren im Studio und wollten irgendwie einen Banger machen, ein Brett. Und das hat dann einfach gepasst. Es gibt ja so viele, ich sag immer, Rapper mit Daddies. Mhm. Und die Daddies haben Knarren und dann haben wir halt daraus den Song gemacht. Ja. So, So lang. Featuring Rico und Skepsis. Den Song wollte ich machen wegen Skepsis. Der ist so... Ja, der ist seit Anfang an dabei und einer, kennst du Menschen, die dich von Anfang an supportet haben, wo es noch richtig scheiße war und trotzdem jeden Tag da waren und auch jetzt nicht nur da sind, weil es irgendwas gibt, sondern immer nur da sind, um dir zu helfen und nicht, um irgendwas da herauszuziehen. So. Ja. Das ist so ein Mensch und deswegen wollte ich den Song mit ihm machen und darum geht es auch mehr oder weniger da drin, so um die Liebe zur Mucke und uns Zusammenhalt. Ja. Und Rico ist mit draufgejumpt. Und Rico war auch da. Und Rico war auch da, nein, der gehört ja auch dazu, genauso. 9, Letzte Träne. Letzte Träne ist mein Lieblingssong tatsächlich vom Album. Das ist dein Lieblingssong, warum? Ja. Den habe ich angefangen zu schreiben mit Galo Nero, das ist auch ein sehr, sehr guter Künstler. Wir wollten zusammen einen machen und dann meinte ich, ey Bruder, ist das okay für dich, wenn ich den allein mache? Mhm. Weil mir das alles, was alles so gut gepasst hat. Und dann meinte er, ja, na klar, zieh durch. Wir haben den Beat zusammen gemacht gehabt schon. Ja, das Ding ist, das trifft einfach so den Ist-Zustand von mir, von meinem Gedankengut extrem. Mhm. Haust du den noch raus vorher oder ist Album-Track? Ja, der ist, der ist... Kommt. Ach, der hast du heute Nacht rausgehauen, wa? Richtig. Stimmt. Der kam heute Nacht raus und jetzt kommt das jetzt Video. Jetzt kommt das Video heute, ja. Da haben wir ja auch sehr geilen Spot gehabt zum Drehen. Wo? Das ist brutal. Wir waren in Island. Das sieht aus, als ob ich auf einem See laufe, auf einem richtig tiefen See auf Wasser. So, weißt du, Jesus-Modus. Dabei ist das eigentlich nur, das ist aber auch krass, komplett schwarzer Sand, Vulkansand, so, der wirklich flach ist und durch den Wind... weht es da richtig viel Wasser rein, also so riesengroß, so wie Wannsee zum Beispiel, so eine Fläche. Ist da voll mit Wasser, aber
ein oder zwei Zentimeter hoch. Ah, ja, ja. Und weil der Sand schwarz ist, sieht es aus, als ob das ein richtig tiefer See ist und ja, spiegelt sich alles da drin. Ah, geil. Und dann konntest du da drauf laufen, das sieht schon krass aus. Ah, geil. Ja, wenn das Interview draußen ist, gibt es den Song ja schon, ja, also gönnt euch. Gönnt euch, fahrt dahin. Das mache ich übrigens immer. Ja. Ich suche mir Sachen raus, so ich habe jetzt genug Autos und lila-blaue Lichter gesehen in Rap-Videos. Mhm. Ich fliege lieber irgendwo hin, wo keiner war, was krass aussieht und weißt du, ein bisschen irgendwas zeigen von der Welt. Du machst die Videos auch alle mit demselben Regisseur, wa? Ja, mit Schau. Genau. Ja, man arbeitet sich auch so zusammen, so, ey, wir sind schon wie so eine Familie. Du lebst halt auf engstem Raum und ich habe dann keinen Bock mit fremden Menschen so zu reisen. Ja, ich kenne das, wenn man einmal so sein Team zusammen hat, so, dann macht man auch das mit den Leuten. Das ist komisch, oder? Wenn du irgendwo so in Russland, ich habe mit dem auf einer Pritsche geschlafen, Mensch, du bist mit jemandem ganz neu, du musst in der Wüste in so einem Zeltverbau neben so einem Kamin auf einer Holzpritsche schlafen. So. Ja. Und dann, der kennt dich gar nicht, derjenige, und du sagst, ey Bro, ich hab einen cooler Job, oder? Wollte ich dich genommen? So, dann fährst du lieber mit deiner Familie in die Pampa. Dann sind wir bei Schicksal. Schicksal. Schicksal, dachte ich mir, ich habe angefangen, den Text zu schreiben. Und da geht es ja mehr so um Nicht-Gönnen und hin und her. Und dann irgendwann dachte ich, nee, das geht nicht. Komm, lass uns mal bitte irgendwas Fröhliches machen, weil ich ritze mir die Arme auf Musik, muss jetzt auch nicht alles sein. So, es muss auch mal irgendwie mit einem Lächeln gesagt sein. Und dann ist der Song da rausgekommen. Dass es auch unter Druck irgendwie gut gehen kann und mit einem Lächeln gehen kann. Ja. Immer weiter? Immer weiter hatte ich viele Ansätze. Immer weiter. Es geht alles immer weiter. Geht immer weiter, ja, das ist ja gut. Bleib weg von mir, featuring Mr. Forbes Magazine, Raf Kamora. Forbes, ja, stimmt. Titelseite. Million Dollar Baby. Hat gepasst. Es ist so, weißt du, was ich hasse? Das ist, wenn Menschen, es ist im Internet richtig groß geworden, so, wenn Menschen einfach auf deine Seite kommen oder irgendwo hingehen, um ihre Kacke abzulassen. So. Mhm. Dann geh doch nicht dahin, geh doch irgendwo hin, wo es cool ist und lass vielleicht was Gutes da und dann mach was Geiles Eigenes. So, anstatt einfach nur zu einem Hurensohn. Ja. Was bist du für ein Mensch, Alter? Oder ja, das sind halt meistens irgendwelche Elfjährigen. Ist doch egal. Nee, nicht nur. Oder Menschen, die einfach generell alles so... Einfach so negative Vibes. Ja, genau. So, der ist voll der arrogante Pissalle, der Lobrecht und so. Und so. Weil, warum schrei? Geh doch einfach irgendwo anders hin und guck mich zu. Lass so die Leute, die es feiern, das feiern. Und das ist so ein bisschen diese Neid- und Ankergesellschaft. So. Deswegen war der Song, dann bleib einfach weg von mir. Und es hat gut gepasst, weil es bei Raff natürlich auch polarisiert. Ja, auf jeden Fall. Farben, ja, als Single draußen, war glaube ich die erste Single, war. Ja, Farben ist so das Vorspiel gewesen sozusagen. Weißt du, der ist jetzt nicht zu sehr auf die Kacke und passt, wenn egal welche Hautfarbe, das Blut ist rot. Ah. Sagt alles über den Song. Außer ihr seid schwer krank. Dann ist gelb. Nee, schlimm ist, wenn der Urin rot wird. einfach eine richtig komische Message. Außer ihr seid krank, Leute. Dann geht bitte zum Arzt. alles weg. Alles weg. Alles weg. Nimm mir alles weg. Die Hook sagt alles, kannst mir alles wegnehmen, auch wenn die Uhr weg ist und so. Das Einzige, was wichtig ist, ist Respekt. Ein respektabler Mensch bist jemand, der irgendwie zu seinem Wort steht. Aber geht es da um andere oder geht es da um dich? Geht um mich. Ja. Geht darum so. Also im Sinne von so, du kannst mir alles nehmen, aber das nicht. So das mäßig. Kannst du mir nicht nehmen. Ja, oder selbst dann bin ich immer noch so, ich habe mich bei niemandem ungerade gemacht, jemals. So, ich denke, jeder, der irgendwie mit mir zu tun hat und die anderen, die was sagen, die haben nicht mit mir zu tun, kann von mir nichts Schlechtes sagen, weil ich mich einfach immer gerade und ehrlich verhalte. So, das ist mein Credo. Deswegen, wenn du das alles wegschneidest, diese Uhr, diese Schuhe, diese Hose, und mir einfach wieder irgendwie ein 10-Euro-Outfit von Kick anziehst, bin ich trotzdem noch derselbe Kerl. So. Mhm. Das ist es. Gut. Sag mir wo, featuring BTNG, BTNG? BTNG, Boateng. Boateng? Ja. Hier, ach stimmt, ja. George. Ja. Sag mir wo, sagt alles. Wo sind die Gangster, wo sind die Gegner? Wo ist die 9mm? Jeder redet von... Ja. Weißt du, also was da alles geredet wird, da wäre Deutschland eigentlich kommt ein 2.0 so. Also ein bisschen so thematisch ähnlich wie Blei. Ja. Ja, toll, dass du jetzt sagst, ich hab's. Nee, also hat mich nur daran erinnert. Das ist eine andere Facette von demselben Problem quasi. Ja. Ja. Honig featuring Neukölln Represent Gringo. Honig, also Gringo feiere ich einfach auf die Art und Weise, wie er rappt. Ich auch. Aua.
Wir waren in, zu dem kann ich wirklich was sagen, das habe alles, die Hälfte habe ich komplett eingespielt der Melodien und die andere Hälfte haben die Crates alles gebaut. Das war alles live, also wir waren im Studio irgendwo in Norwegen und waren mitten auf so einem Fjord. Also es war direkt nur Wasser, du konntest über die Mauer gucken und hattest das Gefühl, Free Willy zu sehen. So. Mhm. Und es war stockduster und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden durchs Fenster von irgendeinem so creepy alten Mann, der nur darauf wartet, dass wir schlafen in diesem Studio. Und dann waren wir bis nachts am nächsten Mal und haben die ganze Zeit Rotwein gesoffen und ich habe irgendwelche weirden Bücher durchgeblättert mit Sünden und Frauen, die zu Dämonen werden. Und dann habe ich irgendwie so Honig, Todsünde, okay, das hat gepasst. Und durch den ganzen Vibe dachte ich einfach, der perfekte Song, um Gringo raufzuhauen. Und ich mag den Song echt gerne. Das ist einer, der hat seinen eigenen, der hat so sein eigenes Standing, finde ich, dieser Song. Das kannst du nicht sagen, was für Genre oder Dings ist. Ja. Ballert. Ballert? Also ballert einfach. Achso, ich dachte gerade, ballert? Was? Hat er eine Tracklist, wo ich den Song nicht habe? Das ist ja es ging tatsächlich eine Fake-Liste irgendwo rum und mir haben voll viele Leute geschrieben, mein Album ist oben und ich hatte einen halben Herzinfarkt. Bin nach hinten umgefallen und habe schon rumpelstilzchenmäßig rumgeschrien, mein Manager angerufen und so. War dann irgendwann wurde mir diese Trackliste zugeschickt und ich lese so Songs wie Ballard, Mehr Geld, Mein Benz und ich war so, oh, pff, wow, oh, Gott sei Dank. Das ist ja doch nur das neue Album von Mero. Spaß. Ja, titelmäßig ist gar nicht so weit weg. Ja, deswegen. Ballert, Batzen, Lila. Batzen, egal. Lila. Alles, was sie will? Alles, was sie will, ist Hommage an Berlin oder an alle Großstädte eigentlich. Du bist aus Charlottenburg? Ich bin aus Charlottenburg. Charlottenburg represent, Neukölln represent. Neukölln represent auch. Also ich war auch, eigentlich bin ich von überall. Ich habe hier also lange gewohnt auch in Neukölln. Ja. Bin aber in Charlottenburg groß geworden und wohne jetzt auch wieder da. Was magst du an Charlottenburg? Aha. Was magst du an Charlottenburg? Ich finde Charlottenburg. Dass es nicht Prenzlberg ist. Ja, das ist klar, aber ich finde Charlottenburg irgendwie. Ja, ich war auch nicht so viel da, aber irgendwie ist Charlottenburg immer, kommt mir immer so ein bisschen spießig vor. Nein, ja, am Kudamm und so. Aber das Geile ist, wir haben den Kudamm, wir haben die geleckte Ecke, aber wir haben halt auch unsere Richtung Moabit, Wedding. So. Ich komme überall hin, weißt du? Ja. Ich habe. Hab's nicht weit in den Wald, wenn ich mit den Hunden in den Wald will. So. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie in Neukölln bin, dann muss ich Richtung Buko raus, dann bin ich schon fast irgendwo in sonst wo, ey. Ja. Das ist. Also, sorry, Props an Neukölln. Ja. Aber ich mag Charlottenburg. Charlottenburg rockt. Temple of Block. Zu viele featuring Yoshimitsu. Zu viele. Ja, ich feiere Yoshi tatsächlich. Auch wenn er ein kleiner Rauchkopf ist. Wir haben den Song gemacht einfach so, weil wir beide abgegessen waren und man sich irgendwie, wie wir auch gesagt haben, man hat kein Feierabend. Mhm. Ne, der Kopf raucht eigentlich die ganze Zeit und irgendwie ist immer irgendwas los. Und das waren so diese Abende, wo wir da auch saßen mit einem Glas Whisky und dann dachten so, ey, ja, jetzt sind wir alt. Ja, ja. Und dann kam dieser Song raus. Zu viele Tage, zu viele Jahre, zu viel Action. Ja, das war gut. Skimaske featuring AK aus der Kontrolle. Wie viele Songs sind da noch drauf, Alter? Ja, 20, du hast 20 Tracks drauf, wir sind jetzt gerade bei Song 19. Ah. Und 20 ist auch krass viel für ein Album heutzutage, findest du nicht? Ja, es ist, deswegen haben wir Doppelalbum draus gemacht und dann alle, hell sind ja nur 20 Songs, ja, aber ich hau ja auch nicht 20 Skits rauf noch. So, oder hau so kurze Mini-Dinger raus. Nee, mach ich nicht. Also ich mach wirklich ganze Songs, 4 Minuten, 3 Minuten, ganze Lieder. Mhm. Keine halben Features. Skimaske. Skimaske ist so ein Selbstjustiz-Song mehr oder weniger, weil mich das richtig abgefuckt hat, dass zum Beispiel unter anderem Menschen, die jetzt keine, was sag ich, ich mag da immer so, das geht mir ein bisschen so um meine Ganoven-Ehre. Ich find's okay, wenn jemand irgendwie den Start ein bisschen erleichtert, sorry, Grüße ans Finanzamt, ich natürlich nicht. Oder, weißt du, oder einen Tunnel in eine Bank gräbt, Alter, wie so ein Bankjob so. Ja. Hey, sorry, ich stehe daneben, ich applaudiere, muss ich ehrlich sagen, Alter. Da mache ich einen Moonwalk daneben, Alter, dann feiere ich. Wenn ich das zu Hause sehe, da kriegst du von mir, dann mache ich so eine Pirouette auf Zehenspitze wie eine Ballerina. Ja. Und wenn aber irgend so ein perverser Kinderficker nach einem Jahr rauskommt, Alter, und am besten noch ein Praktikum im Kindergarten kriegt, dann denke ich daran, mir die Maske überzuziehen und den wegzumachen. Das ist natürlich nur gedanklich so, aber es geht nur um den Vergleich, weißt du, wie unser System da arbeitet. So. Und das habe ich in dem Song aufgegriffen. Ja. Letzter Song, Niemals vergessen. Niemals vergessen ist für meinen Cousin. Weil Derselbe, ja. Es war auch in der Zeit, wo er drin war. Mhm. Ist einfach, wenn jemand das kennt, wenn Menschen in Haft sind oder so. Oder auch egal, weit weg, so unerreichbar für den Moment. Dann fängt man an, am Anfang hat man viel Kontakt. Man schreibt sich mal hin und irgendwann lässt es nach. Ja. Und am Anfang weiß man auch gar nicht, was man schreibt und warum man schreibt. So.
Und der andere aber vielleicht, der jetzt da drin ist, oder der braucht das, weil also ja, ich kann das aus Erfahrung sagen, weil leider einige von meinen Freunden das durchhaben so. Mhm. Gott sei Dank jetzt nicht mehr viele so, aber es ist halt einfach Status quo, so wie es war. Und ich denke, da ist der Kontakt das Wichtigste, den man da hat. So, ne? Und deswegen habe ich den Song geschrieben, einmal aus meiner Perspektive, dieses so, ey, es ist so viel los hier draußen. Ja. Irgendwann geht das Leben halt weiter und nimmt einen mit, um man halt aufzuschreiben. So. Ja. Und er drin seine Perspektive. Gut. Lässt mich jetzt voll kalt emotional. Nee, was soll ich dazu sagen? Niemals vergessen, Leute. Ey, das war die Tracklist. Willst du noch ein paar Fanfragen machen? Die Leute freuen sich. Ja, selbstverständlich. Also ich machen, die, soll ich das mit meinem Handy oder was? Ja, mit deinem Handy, dann können wir irgendwie die 10 Top-Kommentare machen. Schmeiß mal rüber. Einfach. Schmeiß mal. Zack, das kam aus dem Off. Tatsächlich habe ich jetzt gerade WhatsApp geöffnet, irgendwie so als ersten Reflex, ja. Um zu gucken, ob ich irgendwas bekommen habe. Pass auf, warte, ich öffne jetzt dieses Foto. Genau. So, da sind jetzt hier. Da ist es. Kann ich noch Wasser haben? Top-Kommentare. Ey, man bringe dem Herr ein Wasser. Wir brauchen so eine Glocke. Ja. Hast du eine PA? Hast du einen Personal Assistant? Ja. Das ist ein Job, oder? Das wäre jetzt auch richtig, richtig dekadent. Ich übergebe dir mein Handy, feierlich. Mann, ich hab dein nächstes Album, jetzt gib mir dein Handy. ist ja gut jetzt. Feuer ist hier vor mir. Dann nehme ich schon alles selber machen. Ja, zack, so mein Pin hingelegt, wie Kanye West bei Trump, Alter. 0000. Und ein Porno von Kim Kardashian war da drauf, oder nicht? Safe. Nee, haben Sie, hast du es nicht gesehen? Irgendein Foto, ein komisches Strange? Egal, ich habe wieder irgendwelche Verschwörungsscheiße geguckt nebenbei wahrscheinlich. Das ist alles, streicht das. Kontra K, der alte Reptiloid, Alter. So, ich fange einfach mal an. Ja. Die Frage nach der inneren Motivation, sich selbst treu zu bleiben, während sich 90% der anderen probieren anzupassen. Das ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber vielleicht fällt dazu was ein. Ist Grüße an meinen Bruder Track, tatsächlich hat ein Freund von mir geschrieben. Ah ja. Aus Hamburg, unter anderem auch von 187. Ey, was für ein Anpassen. Ich mache halt das, was ich mache, ich mache das, was ich liebe, ich mache es, weil ich Bock drauf habe und genau aus dem Grund. Und wenn es irgendwann so ist, dass die Menschen das nicht mehr wollen, dann werde ich es selber merken und ich werde es trotzdem noch weitermachen. Weil am Ende des Tages mache ich Mucke für mich und für meinen Kreis. Und solange es Menschen gibt, die das feiern, ist alles cool. Gut. Da muss ich auf keinen Zug springen, der schon voll ist. Welcher Song der wichtigste für dich ist, hatten wir. Was ist die Message vom Album, falls es eine gibt? 640 Likes. Also was ist die Message vom Album? Ja, wahrscheinlich wegen dem Titel, ne? Sie wollten Wasser doch kriegen, Benzin. Ja. Was ist einfach, soll einfach allen zeigen, die dir irgendwie was. Wir kommen zu diesen Minusmenschen. Mhm. Oder zu den Menschen, die einen immer stoppen, die dir ein Aber geben oder ein Warum nicht oder ein Ey Bruder, ich würde so machen. So. Ja. Genau zu diesen Menschen, denen musst du einfach Feuer geben. So. Weißt du, ich benutze mal gerne Metapher so und. So, du bist Feuer und wenn jemand gut ist für dich, dann ist er entweder Benzin für dich oder auch Feuer und eben irgendwie für dich. Aber versuch nicht immer, dich irgendwie zu stoppen oder dir irgendwelche Scheiße in den Kopf zu setzen, warum du was nicht machen solltest. Sondern wenn jemand gut ist, der heizt dich an und ist einfach mit dabei und unterstützt dich. Und das ist eigentlich die Grundmessage von diesem Titel. Sie wollten Wasser doch kriegen, Benzin. So, je mehr du mir irgendwie versuchst, mir Gegenwind zu geben, desto mehr werde ich brennen. Und das ist also dieses Album. Ich finde, es ist mein bestes Album geworden. Und das ist die beste Version von mir selbst. Ich brenne, ich habe noch Hunger. Ja, das ist geil. Das passt. Ich finde auch, als Künstler muss das aktuellste Werk immer das Beste sein. Also man muss das aktuellste Werk immer am besten finden. Ja, bei mir ist tatsächlich, meinte mein Manager irgendwann mal zu mir, oder Ex-Manager, du hast immer so eine Phase. So. Du machst ein Album, was wirklich krass ist, so, zum Beispiel wie Gute Nacht oder wie Aus dem Schatten ins Licht. Ja. Dann kommt ein Album, was gut ist, so, ja. Danach. Ja. Aber das ist nicht wieder, das hat nicht so diesen Legendenstatus. Und dann kommt wieder ein Album, was so, dann kam Gute Nacht und alle waren so, wow, was ist der nächste Schritt? Dann kam jetzt Erde und Knochen, ist auch ein gutes Album geworden, auch Gold gegangen und so. Aber jetzt kommt das Album und bisher muss man sagen, mit der Resonanz, das ist auch das Beste, was ich bisher gemacht habe. Ja. Was nicht heißt, dass das nächste Album nicht genauso wird. Ja, Leute, kann ich bestätigen. Ach so, ja. Über das Honorar reden wir, die Uhr. Die kannst du behalten dann. Dankeschön. Nee, ich meine auch gar nicht so sehr jetzt, was die Ritze, also was so die Fans angeht, sondern man muss, ich glaube, man muss als Künstler immer selber sein aktuellstes Werk am besten finden. So, ob das jetzt mehr verkauft wird oder nicht, ist immer eine andere Frage. Ja, aber wenn du das, also wenn du. Glaub, du musst immer dein letztes Werk am besten finden, weil sonst
würde ich mich als Fan fragen, so, ja, warum bringst du es dann raus? Da? Ja. Also, weißt du, ja, oder weil du sonst auch selber, weil du sonst auch selber immer versuchst, genauso zu klingen wie bei dem, wo es halt krass war, ja, weißt du? Ja. Und das ist so, ich versuche mich irgendwie zu erweitern. Ja. Welcher Song ist der wichtigste für dich? Hat mal. Wie kann es sein, dass ein Mann so gut aussieht und zugleich einen so tollen Charakter hat? Sorry, das geht um Kontra K. Du erwähnst in deinen Texten oft theologische Elemente. Spielt Religion eine Rolle in deinem Leben? Beziehungsweise, was glaubst du und an was glaubst du? Ich glaube an ein guter Mensch zu sein, egal an was du glaubst. Ja. Und ich glaube, dass wenn du daran glaubst, dass, und das dann auch so verfolgst, dass das Gute auch irgendwo zu dir zurückkommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass es irgendwas Höheres gibt, glaube ich, und ich glaube auch an Gott, aber was und wie und wo, das ist ja... Du bist keiner Religion zugerichtet. Ich bin keiner Religion zugerichtet. Ich mag alle Religionen, ich mag das Schönste aus allen Religionen und ich denke, so sollte es sein. Wir sind ja da, um uns was Gutes zu tun und nicht, dass wir uns streiten und ausrotten oder so. Ja, ich sage immer am Ende des Podcasts, seid lieb zueinander. Seid lieb zueinander, ja, das ist eigentlich das, was ich nach jedem Konzert sage, so ey, glaub nicht zu viel, was die Werbung sagt, glaub nicht zu viel, was die Nachrichten sagen, seid gute Menschen, denkt mit dem Herz. So. Frage, die krass oft gestellt wurde, die ich mich nicht getraut hätte, dich zu fragen, weil ich mir dachte, das ist bestimmt das Offensichtlichste der Welt, aber anscheinend nicht. Für was steht das K? Das sieht dich gar nicht an. Du kriegst mein Album nicht. Ja. Kann ich mein Album zurückhaben, das neue? Das K steht, ich habe gemalt ganz lange und ich dachte in der Zeit so mit 16 irgendwann, Kontra wurde mir gegeben, der Name, weil ich gerne einfach nicht höre oder widerspreche und das Gegenteil mache. Mhm. Und ich dachte, nee, das der andere Name ist sehr wichtig. Ja. Den sage ich jetzt hier nicht. Ich muss das mitnehmen wegen der Street Credibility und so. Und jetzt hängt er mir halt hinterher, weißt du, wie der kleine Zeh, der an dem anderen Zeh dran ist. Der aber wichtig für die Standstabilität ist tatsächlich. Tatsächlich, ja. Das ist wahrscheinlich ist der Boden meiner Authentizität. Ohne das K ist vorbei. Also ist einfach dein Sprühname, den du mitgenommen hast, quasi. Richtig. Okay. Was planst du nach dem Album? Urlaub oder gleich weiter? Weltherrschaft. Ja, gleich weiter. Was für ein Urlaub. Ich mache Urlaub, wenn ich... dann mache ich durchgehend Urlaub. Das wird so ein Non-Stop-Urlaub sein. Welcher Song ist am wichtigsten für dich? Wie managst du dein Tourleben mit Frau und Kind? Wie managst du dein Tourleben mit Frau und Kind? Nee, aber wie ist es so? Also, du bist... Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Musikern und Comedians, was so den Arbeitsalltag angeht, ist, dass... ihr seid meistens so einmal im Jahr auf Tour oder mit einem Album und Comedians sind rund um die Uhr eigentlich. Wir sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs. So. Also müsste es eigentlich sich ganz gut vereinbaren lassen, oder? Job mit Kind. Ja, es geht schon. Also ich bin halt im Sommer auf dem Festival so, aber das ist ja meistens Wochenende. Das heißt, ich bin mindestens 3 Tage in der Woche zu Hause. Okay. Und dann auf Tour ist halt hart. So, ne? Auf Tour bist du dann wirklich durchgehend 2 Monate. Ja. Gibt es noch Tickets für die Wölfe? Ja, gibt es noch, aber nicht überall. Also wir haben in Berlin schon 10.000 Karten weg. Also wenn das Interview draußen ist, wahrscheinlich noch mehr. Für in einem Jahr. Ja, ich. Ja. Ja, wann bist du da? Ich bin. Du bist auch in der Benz World, oder? Ja. Wann bist du da? Du bist auch da? Ja. Wir haben erst... Mein Haus, mein Tickets, mein Tiger. Mein Tiger. Wir haben aber erst 7.000 verkauft. Nee, wann bist habt du da? Habt ihr wirklich? Ja, geil, brutal. Im März. Im März? Ja. Also wieder? Im Mai. Im Mai. So. Wow, also okay. Also ihr seid. Also hier sind die Big Baller am Tisch. So. Also es gibt noch Tickets für ein paar Städte. Es gibt tatsächlich, also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist überall ausverkauft. Es ist tatsächlich schon in vielen Städten ausverkauft. Ja. Aber Richtung Köln und so, Stuttgart, die sind manchmal ein bisschen geizig, aber die haben genug Geld am Ende, weißt du? Ja. Da kommt das immer später. Ja. Aber es ist auch schon sehr voll. Also ich kann echt nicht klar. Also wenn es rauskommt, gibt es noch Tickets. Danke Deutschland, Österreich und Schweiz auf jeden Fall. Schweiz ist immer scheiße, aber mit Merch verkaufen. Oder macht ihr jetzt einfach? Nee, tatsächlich, hast du recht. Schweiz, siehst du, jetzt kommen ja so die Noob-Gespräche. Ja. Die Big-Player-Gespräche. Nee, du musst irgendwie tatsächlich... Du musst jedes Stück einzeln verzollen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Merch verkaufen. Oder ob wir das vorher dort hinschicken und irgendwie abrechnen. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das übersteigt meinen Horizont. So, aber nur weil ich letztens, ich hatte neulich eine Show wo waren wir? In Zürich und konnten halt kein Merch verkaufen, deswegen die Leute waren richtig sauer. Yeah? Ja? Ja, und waren richtig sauer. Ja, aber ich finde die Schweiz eigentlich immer, also in der Schweiz hatte ich echt freakige Konzerte. Ja, ich auch. Die Show war auch geil.
Ja, aber Zürich ist gut, Bern war ich und wo war ich noch? War ich in Baden? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich war schon überall einmal. Aber dass bei dir so abgeht, Alter, krass, gleich Benz ist krass. Aber gut, ist auch klar, die nehmen Sachen. Läuft der Weg. Läuft! Wir haben's riskiert. Und diese Uhr, diese Schuhe, hä? Sie wollten Wasser und kriegten die Benz World. Kriegten die Benz World. Was bedeutet dir der Film La N? Hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Nee, bedeutet einfach so ein Film deiner Jugend, fand's einfach killer. Komplett, ja. Also so ein bisschen so, ey, oh, so ist er bei uns auch, Mann. Fast. Hashtag fast. Also Name-Dropping und über andere Rapper reden magst du wahrscheinlich nicht so, wa? Nee. Gut. Wer? Über wen? Könntest du dir ein Feature mit Samara vorstellen? Ich habe den jetzt ein paar Mal getroffen und ich muss so sagen, vom Treffen her, ich finde ihn cool, sehr höflich gewesen und ich feiere auch die Sachen, die er bisher gemacht hat, waren nicht schlecht. Der Rap-Guy, ja. Ja, hat er gut gemacht. Katalea war geil. Klar, warum nicht? Fick 31 war auch krass, fand ich. Kapi. Ja, ich kenne halt Kapi auch schon länger. Also. Naja. Auch. Auf jeden Fall ein Künstler, ja. Wo bist du geboren und aufgewachsen? Hatten wir. Ja, komm, noch drei Fragen, oder? Ich frage dich mal, was trinkst du vor der Show? Nee, nie. Gar nichts? Gar nichts. Bist du aufgeregt? Ja, schon, aber eigentlich so ab dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, ist weg. So, und ich kann vor der Show nicht trinken, weil ich mich nicht daran gewöhnen will, vor der Show zu trinken, weil ich dafür zu viele Shows habe, weißt du? Naja, stimmt, dann wirst du. Sonst trinke ich jede Woche viermal. So, okay. Ich habe so ein Jahr, also einen Monat, übrigens, ich trinke vor der Show. Ich trinke nicht wirklich, sondern ich knall so ein Glas Whisky weg. Ne? Ja, ja. Oder zwei. Ja. Es gibt aber einfach, um dich zu pushen, so. Nee, um mal kurz so ein bisschen runterzukommen, weil ich bin wie so eine Amphibie an der Wand, bin ich dann immer so. Ich komm da nicht so ganz klar. So. Das ist witzig, ich mache genau das Gegenteil. Ich trinke vor der Show mal einen Espresso. Echt? Ja. Einfach boah, dann würde mir die Hutschnur platzen, Alter. Ja, aber gerade rumspringen. Du, Alter, du flippst doch. Kannst du da rumspringen, so? Stell dir mal vor, so für, ich muss da stehen und quatschen. So, ich schrei auch viel rum, so. Aber du kannst ja völlig ausflippen. Also kannst du ja, aber das, weißt du, wie schwer das ist? Aber wenn du rausgehst und gerade unter diesem Adrenalin, es zieht sich ja alles zusammen, auch die Lunge unter anderem. Ne? Bis wenn du relaxed bist, so, dann bist du, dann kannst du mehr. Ja. Also, bei den ersten Songs habe ich dann immer manchmal so. Oh, fuck, Alter, wann kommt die Hook? Hast du einen Backup-Rapper dabei? Ja, zwei. Zwei? Ja, alles gut. Ja, okay. Ja, wir sind schon relativ viele. Wie groß ist deine Crew? Boah, auf der Bühne? Nee, sind wir sechs. So deine, also jetzt deine Produktion so. Auf der Bühne sind wir sechs, Produktion sind wir. So 10, 15 Mann, wa? Mehr. Mehr? Ja. Also wir sind dann mit Band und Sound sind wir, glaube ich, 10. Und dann nochmal, ich glaube, wir sind 25 oder so, 28. Mit Bus? Bus, zwei Busse und drei Nightliner fahren wir auf Tour diesmal. Ah, krass. Drei. Trucks. Oder sechs Trucks? Keine Ahnung. Freust du dich? Hast du Bock? Ich hab mega Bock, Alter. Auf die Festivals freue ich mich brutal. Ich spiele das erste Mal Rock am Ring, Rock im Park, zu einer richtig geilen Zeit. Ah ja. Und da stehen bis zu 50.000 vor der Bühne, Alter. Ah, krass. Wo bist du noch? Frauenfeld? Splash? Nee, Splash hat mich. Splash und ich haben eine eigene Geschichte. Splash und ich haben eine eigene Geschichte. Ja. Aber wie Frauenfeld bist du? Frauenfeld bin ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin auf Helene Beach, ich bin auf dem Rock. Warst du früher als Jugendlicher auch immer Helene See, um Bitches aufzureißen und zu saufen? Natürlich nicht. Ich schon. So mit 13, 14, 15. Echt? Ich war das erste Mal da, als ich da aufgetreten bin. Das war tatsächlich mein erstes Festival, wo ich überhaupt mal aufgetreten bin. Ah ja, ist das cool da? Ist das Festival? Ja. An sich ist geil, ja, aber es ist auch manchmal ein bisschen. Doch, es ist nachmittags sehr, sehr schön und am frühen Abend auch. Und je später es wird, dann gibt es ein bisschen spezieller. Creepy Momente, ja. Vorletzte Frage, würde ich mal sagen. Ja. Was dürfen die Besitzer einer VIP-Karte erwarten? Wahrscheinlich geht es um die Tour. Habt ihr eine VIP-Ticket, VIP-Karte? Was dürfen die Besitzer? Ich glaube, es gibt Frontstage-Karten. Ja. VIP-Karten heißt, VIP heißt, du kannst Backstage, so, das gibt es aber eigentlich nicht. Dann gibt es wahrscheinlich noch Logen, so, das kann sein, dass an manchen Städten diese Logen VIP-Karten sind, weil die sind da krass mit Essen und ach so, okay, ja. Trinken, was weiß ich. Ja. Was ist eine VIP-Karte? Keine Ahnung, das steht hier. Kriegst du eine Thai-Massage dann wahrscheinlich nach dem Dings. Die klassische. Eine trockene, meine ich aber. Klassische Kontra-Kavulfe-Paket. hier ist der übelste Text. So, hier kommt letzte Frage von den Fans. Steigst du wieder in den Ring? Ich bin eigentlich gut vorbereitet. So. Ich mache viel Sparring, auch mit guten Menschen.
Auch auf volle Zeit, 12 Runden? Sparring? Ja. Nee, Sparring ist meistens so 6 bis 8 Runden. Man sagt, die anderen letzten 4 Runden sind Champions-Runden. Man trainiert auf 12 Runden, also wenn man jetzt auf Ausdauer geht, aber Sparring. Du funktionierst eh nur noch dann. Ja. Also du bist irgendwann einfach so weg. Ja. Jetzt letzte Mal nicht. Also wenn ich da 8 Runden gegen Stefan Hertel gegangen wäre, wäre ein bisschen übel gewesen für mich. Aber so mit Wechseln, 4 Runden, 5 Runden mache ich schon noch. Also bist du im Training, aber hast jetzt keine Ambition, irgendwie nochmal Boxprofi zu werden? Ja, wenn es nicht mehr läuft, dann schon, Alter. Aber so, also für mich ist halt auch schwer. Mein Level ist ja so in einem hohen Niveau. Wo soll ich mich jetzt da einhauen? Und soll ich jetzt da irgendeinen so B-Promi wegrotzen im Ring? Das sieht nicht gut für mich aus und nicht gut für ihn. Soll ich jetzt anfangen, in der Profileiter mich bei Boxrec einzureihen? Dann machen mich meine Kumpels aus und sagen, hey, du bist Rapper, Alter, was soll der Scheiß jetzt? Wie viel wiegst du eigentlich? 82,6 heute. Ah, krass. Also ich pendel so zwischen 82 und 86. 1,80. Du musst jetzt sagen, du lügst, aber es ist so. Sag auch mal 1,80. So, das waren die Fanfragen. Ich würde sagen, lass mal zum Ende kommen. Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich. Die kommt von mir, beziehungsweise die wurde mir neulich in einem Interview gestellt. Und fand ich irgendwie eine coole Schlussfrage. Dachte ich mir, klaue ich. Schöne Grüße an die Süddeutsche Zeitung. Bist du glücklich? Ja. Was soll ich jetzt sagen? So, sonst Eltern, Frau zu Hause, alle so. Aha, dabei, ja, bist nicht glücklich, ne? Nein, alles gut. Also ich bin nicht da, wo ich sein will. Ja. Das ist aber auch gut, das ist mein Hunger, das ist mein Antrieb. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich bin ich glücklich. Es könnte viel schlimmer sein. Ich könnte nichts zu fressen haben. Erfolg ist auch manchmal ein guter Katalysator für Arschlochfreunde. Und deswegen bin ich ja gar nicht unglücklich drüber, wenn die falschen Leute weg sind und die richtigen da bleiben. Also eigentlich ist alles gerade sehr gut. Wir sind alle gesund, wir halten immer noch zusammen. Album läuft gut. Ja. Wir hatten super tolle Gespräche gehabt. Ja, war mega, wa? Ich bin sehr glücklich, ja. Richtig gut. Ja. Ja, geil, das freut mich zu hören. Max Alter. Auch jetzt noch so den NC Boogie Handshake. Ja. Weiß nicht, ey. Ja. Willst du noch was sagen zum Schluss? Willst du deinen Fans noch was sagen? Willst du deinen Fans noch was sagen? Ja, ich sag Tschüssi, kauf dich Karten für Hype. Für was? Für Hype. Hype? Also heißt deine Tour? Ja. Kauft euch Karten für eine Tour. Hey, bei mir gibt's VIP-Karten. Gibt's bei dir VIP-Karten? Auf gar keinen Fall. Quatsch. Nein, was willst du sagen? Ey, danke für alles. Und wer weiß, was noch kommt. Gott ist groß. Bumm.